Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das ist jetzt leider der hellste Standort, den ich irgendwie herbeizaubern kann. Es scheint heute einfach nicht hell werden zu wollen. Ich möchte jetzt aber wieder mit dem Videodrehen anfangen und ja, hoffe einfach, dass das einigermaßen so geht. Ich habe heute die Neuzugänge für den Dezember für euch. Und es ist für meine Verhältnisse wirklich wenig eingezogen. Es sind 5 Bücher und 3 E-Books eingezogen. Und ich würde sagen, die zeige ich euch jetzt einfach. So, eingezogen ist bei mir von Helena Hunting Keep. Das ist ja der zweite Teil sozusagen zu Stay. Ich weiß aber gar nicht, ob die überhaupt miteinander was zu tun haben. Ich glaube schon, dass die Protagonisten immer mal wiederkehren. Das ist im Lux Verlag erschienen und wurde mir von NetGalley zur Verfügung gestellt. Dann ist bei mir eingezogen von Lorenz Stassen Blutacker. Ist jetzt im Heine Verlag für 12,99 € erschienen. Und hier geht es ja wieder um den jungen Anwalt Nicolas Meller, der jetzt mit seiner Lebensgefährtin zusammenziehen möchte und dann einen Anruf von dem Hauptkommissar Rongen bekommt, dass ein Paketbote ermordet wurde und dieser nur ein Paket dabei hatte und das entwendet wurde und das adressiert war an ihn. Und ja, dann passieren natürlich einige Sachen, die sehr beunruhigend sind und da bin ich schon sehr gespannt drauf, das zu erfahren. Das Ganze hat 352 Seiten. Dann ist bei mir noch ein Thriller aus dem DTV-Verlag eingezogen. Und zwar von Halen Beck Ohne Spur. Hier geht es um Audra. Sie flieht mit ihren Kindern vor ihrem gewalttätigen Ehemann quer durch die USA. Mitten in der Wüste werden ihre Kinder gekidnappt. Und das Schlimmste ist, niemand glaubt ihr, was geschehen ist. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Das hat auch nur 384 Seiten. Hier meldet sich gerade Tilly, mein Zwerghamster. Ich stehe direkt vor dem Käfig. Dann ist bei mir eingezogen endlich der zweite Teil von Das Gutshaus von Anne Jacobs, Stürmische Zeiten. Mich konnte ja der erste Teil schon richtig begeistern mit 4,5 Sternen. Und jetzt bin ich gespannt, was weiter auf Gut Dranitz geschehen wird. Mehr dazu kann ich euch leider nicht sagen, sonst würde ich ja die spoilern, die den ersten Teil noch lesen wollen. Und das Ganze ist im L'Orvalet Verlag für 10,99 € erschienen. Dann habe ich mir noch ein Buch ertauscht. Und zwar von Katharina Olbert bis zum Ende und darüber hinaus. Ist im Forever Ullstein Verlag erschienen für 14 Euro. Und hier geht es um Lou. Sie hat Panikattacken und kann nicht atmen. Und seit Monaten hat die 17-Jährige nur das Haus verlassen, wenn sie zu ihrer Therapeutin musste. Bloß ihre beste Freundin Mia hat Geburtstag und da geht sie dann natürlich doch hin, Mia zuliebe, und trifft dort auf Zack. Und als die Panik sie zu übermannen droht, hilft er ihr und steht ihr bei. Und Lou ist dann hin und her gerissen zwischen der Anziehungskraft zu Zack und der Angst, also ihrer Panik. Und es scheint aber einfach so, dass Zack derjenige ist, der sie ins Leben zurückholen kann, auch wenn er seins dafür aufgeben muss. Warum das so ist, möchte ich dann natürlich lesen. Aber ich finde, das hörte sich schon sehr interessant an. Und dann ist noch ein dünnes Büchlein bei mir eingezogen von Anna Fay, auch bekannt als Anna Winter. Von ihr habe ich nämlich vor kurzem auch so ein dünnes Büchlein gelesen, weil ich es gewonnen hatte. Und das hatte mir so gut gefallen, das habe ich innerhalb von, ich glaube, 1, 2 Stunden durchgesuchtet. Die haben nur so um die 150 Seiten. Und jetzt habe ich mir halt noch eins bestellt, und zwar Red Hot The Color of Ruby. Hier geht es um Ruby, sie ist Tänzerin im Sinful Pleasures,
Nicht gerade ihr Traumjob, aber ein guter Weg, um in London über die Runden zu kommen. Zumindest so lange niemand in ihrem Umfeld davon erfährt. Doch dann wird sie eines Tages oder eines Nachts von Tyler Barnes erkannt, einem Mann, mit dem sie vor einigen Jahren im Streit auseinanderging. Jemand, der auch ihre Familie kennt. Er bietet ihr an, ihr Geheimnis für sich zu behalten, doch er will, dass sie exklusiv für ihn in seinem Apartment tanzt. Nur das ist längst nicht alles. Tyler will mehr, viel mehr. Ruby muss sich eingestehen, dass er einen verführerischen Reiz auf sie ausübt. Aber was davon ist echt, wenn er sie bezahlt? Und was soll sie von so einem Mann bloß halten? Ich finde, das hört sich auch sehr interessant an. Geht halt mehr in die erotische Richtung. Ja, bin ich auch gespannt drauf. Und dann sind noch zwei E-Books bei mir eingezogen, die ich euch jetzt leider gerade nicht zeigen kann. Die werdet ihr aber auf jeden Fall kennen, die Cover. Und zwar Redwood Love 2 und Redwood Love 3. Die gab es die Tage für jeweils 4,99 € im E-Book-Deal. Und da ich den ersten Teil auch schon als E-Book habe, habe ich da natürlich zugeschlagen. Ja, das war's von mir zu meinen Neuzugängen im Dezember. Das war ja für meine Verhältnisse wirklich harmlos. Ich freue mich jetzt erstmal auf eure Kommentare und natürlich auch über einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Ich entschuldige mich nochmal für die dunklen Verhältnisse, aber es ist hier leider nicht möglich. Ich habe hinter mir ist ein 4-Meter-Fenster. Und wenn da schon kein Licht reinkommt, wie soll es dann in den anderen Räumen sein? Ja, ich hoffe, das ändert sich bald wieder. Bis dahin würde ich sagen, muss ich damit Vorlieb nehmen. Bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!